A 5, 6, 7, 8. Wenn man den Ruf hört, muss man ihm folgen. In meinem Fall, um eine tanzende Filmemacherin in New York zu werden. Ja, im Big Apple ist alles möglich. Hier ist mein Studio im Herzen Manhattans, wo ich Ihnen jetzt gleich Freunde von mir, die auch deutsche New Yorker sind, vorstellen werde. Der Türöffner funktioniert mal wieder nicht. Aber meine Gäste nehmen das ganz locker. Herzlich willkommen bei Hallo New York, ich bin Marianne Hettinger. Heute ist bei uns zu Gast Weltstar Ute Lemper. Sie ist auf allen Bühnen der Welt zu Hause. Sie begeistert ihr Publikum seit Jahren mit ihren einzigartigen Interpretationen von Chansons, singt in 6 verschiedenen Sprachen, ist eine außerordentliche Schauspielerin, Autorin, Malerin, Ehefrau und Mutter von 4 Kindern. Okay, let's go! Willkommen, Ute Lemper. Hallo, hallo. Willkommen. Auch Ihnen. Wir leben ja beide hier in der Gegend. Ja, ja, genau. Sie sind von der Upper West Side auch. Genau. Wie haben Sie diese Gegend gewählt, dass Sie hier mit Ihrer Familie eingezogen sind? Ja, das war eigentlich Zufall. Als wir hier hinkamen, 1997, hatte mein damaliger Mann, eigentlich ist er auf Apartmentsuche gegangen. Und ich habe hier am Broadway gespielt. Das war also Chicago. Der Grund, genau, dass ich hier hinkam. Und wir wollten natürlich was, was nicht zu weit weg ist und auch sicher ist für die Kinder. Und er hat die Schulen ausgecheckt und wir hatten hier die Calhoun-Schule gefunden, die direkt um die Ecke ist. Und na gut, dann haben wir also in der Upper West Side auf jeden Fall uns niedergelassen, aber mittlerweile mindestens 4, 5 Mal umgezogen. Aber jetzt seit über 10 Jahren bin ich in der schönen Wohnung, ja. Und Sie sind gerade auf Tournee, Sie sagen Lebenstournee. Ja, ich bin ja immer auf Tournee. Ja. Das sind ja nicht nur so wie früher. Früher waren immer so, okay, jetzt gehe ich mal einen Monat auf Tournee und so. Also ich bin ja ständig eigentlich auf Konzerttournee und bin aber immer schön wieder zu Hause und eine Woche weg und eine Woche zu Hause und mal ab und zu 10 Tage weg, aber dann 2 Wochen zu Hause. Naja gut, aber das ist natürlich mein Job. Ich liebe ja meinen Job und gehe auch gerne auf Tour, aber ich vermisse die Familie dann auch schon. Ja, sicher. Und Sie haben erst ein 1,5-jähriges Baby oder Kleinkind jetzt? Ja, Kleinkind. Mittlerweile der Pet geht schon durch die Gegend, ja. So in Plattdeutsch gesagt, ja. Also der ist schon ordentlich am Rumdüsen, also von... und fängt schon an zu sprechen, also der ist jetzt 19 toll. Monate. Oh, und da geht es schon richtig los, ne, mit Persönlichkeit und... dass er wirklich an alles rangeht und er ist natürlich auch immer noch furchtlos, also man muss wir müssen noch so Gates an den Treppen haben, dass er sich da nicht denkt, oh, jetzt bin ich Superman und werde mal runterfliegen, ja. Und so weiter, aber er ist ein ganz süßer, ganz einfaches, kleines Jüngelchen und ganz lieb und natürlich die Familie ist ja groß schon und Vier Kinder. Ja, die ältesten beiden sind ja schon fast Erwachsene, ja, mein Sohn ist heute 19 geworden und meine Tochter ist fast 17. Und die hat gerade ihren Stress mit den SAT-Tests hier, um auf die Unis zu bekommen. Die sind jetzt praktisch als Amerikaner hier aufgezogen? Ja. Das sind alles, also die letzten zwei sind ja hier geboren, ne? Der Julian ist 7 und Jonas ist also fast 2. Und die ersten beiden sind in Paris geboren, haben aber auch immer schon den amerikanischen Passport gehabt, da der Papa auch Amerikaner ist. Ja, aber Sie haben keinen amerikanischen Pass. Nee, ich muss mich dann endlich mal dahin triezen, weil da ist ja unheimliche Bürokratie. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Ja. Haben Sie es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Ja. Das sind 100 Fragen, die man beantworten muss. Aber haben Sie dann beide Passporte behalten? Ich habe beide behalten. Man muss eben beweisen können, warum man jetzt deutsch bleiben will, warum man Amerikaner sein will. Und das können Sie sicher beweisen, weil Sie überall schon einfach, Leute inspirieren mit ihren Tourneen.
Und ja, aber ich möchte es dann mal ab und zu machen, wenn ich es hinbekomme, dann muss man diese Tests machen, ne? Und dann so Fragen. Aber es war ganz einfach, da war ein Mann, der konnte kaum Englisch sprechen, ein Chinese, der hat mir die Fragen gestellt und ich konnte es gar nicht verstehen. Meine Güte. Ja. Noch mal, bitte noch mal. Ja, ja. Und hatte 5 Fragen und ich habe die gewusst, dann ja, haben sie alles geschafft. Alles klar, ja. Es ist ganz einfach, es ist nur das Einreichen und die Bürokratie, aber das kann man ja machen lassen. Ja, ich muss erstmal jetzt einen neuen Passwort bekommen, weil meiner ist halb eingerissen. Und da haben die mich fast nicht letzte Woche in Moskau reingelassen. Ich habe Tour gehabt in Moskau. Vorletzte Woche, ja. Wahnsinn. Und für eine Woche. Und vorher bin ich aus Mexiko gekommen und da hat der Immigration Polizist hat schon, weißt du, mein Passwort so richtig 180 Grad umgedreht, dass also die Seite mit dem Bild etwas losgelöst war. Ja. Mm. Und er guckt er mich an, gib mir den Passwort zurück. You should get a new passport. I said, you just broke it. Thank you. Ich habe keine Zeit, einen neuen Passport zu kriegen. Und ich hatte wirklich keine Zeit, weil ich das Visa mir beschaffen musste, um nach Russland reinzukommen. Oh Gott. Also dann haben die aber mir ein Visa in diesen Passport gegeben und dann haben die mich an der Grenze nicht reingelassen. Dann haben mich da 6 Stunden schwitzen lassen. Nach 10 Stunden, 11 Stunden Flug und kommen zurück und sagen, here's your boarding pass, you can go back to New York. Also, wenn man denkt, so ein Kaliber Künstlerin, die sie sind, die ein Konzert in Russland, in Moskau. Ja, unmöglich. Ja, die haben gnadenlos. Und die Frauen sind viel schlimmer. So, ja. Habe ich noch nie gehört. Solche Haxen an, Riesenstilettos und im Gesicht KGB. Ja. Also solche miesen Kunden. Aber wirklich, die Männer waren noch so netter. Und dann kam der Promoter und hat gesagt, bei Frau Lempers Konzert sind aber VIPs vom KGB eingeladen. Wenn sie nicht reinlassen, dann werden sie Probleme bekommen. Und dann klicker, 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 halbe Stunde später, okay, you can come into our country. Into your country, yeah, also, great. Also da hilft der KGB, also doch. Alles noch der völlig korrupt, davon. Voll von dieser miesen KGB. Mentalität. Also interessant. It was pretty much a shock. Ja, ja. But the food is okay. Und I like the caviar. Und haben sie sich dann... Ja, der Kaviar natürlich. Ja, die haben auch guten Honig und gutes Brot. Ja, dort war. Besser als in Deutschland ist schwierig. Ja. Ja. Der Honig und das Brot in Deutschland ist ja hervorragend. Ja, jetzt auf Deutschland zu sprechen. Sie haben ja vor langer, langer Zeit ist Ihnen ein gespaltenes Verhältnis zu Deutschland irgendwie vorgeworfen worden. Womit hatte das eigentlich zu tun? War das, weil das kam ja nicht nur von mir, das kam ja eigentlich von der anderen Seite. Ja. Das war 1992, guck mal, das ist schon über 20 Jahre her. Wow. War das war der Blaue Engel in Berlin, Peter Zadek. Ja. Und die Produktion ist total schief gelaufen. Stimmt, ja. Peter Zadek ist geflüchtet, 3 Wochen vor der Premiere auf sein Landhaus auf Sylt. Oh. Mit Herzproblemen und hat uns alleine gelassen. Oh. Jérôme Savary, der jetzt vor kurzem verstorben ist, hat übernommen noch die Musikproduktion und das ganze Ding war auf sich alleine gestellt. Und das war gerade 2 Monate nach dem Tod von Marlene Dietrich. Oh, ja. Und ich habe es also damals überhaupt nicht im Marlene Dietrich-Stil spielen wollen, also mit blonder Perücke und so weiter, sondern im Gegenteil mehr als so Punk. Junges Mädel, was machen will, was sie will, ja. Also ich hatte rote Haare und so weiter. Und das war also, wollten sie nicht, ja. Sie wollten vielleicht Meinungsverschiedenheit, ja. Dietrich, ja. Ja, ja, klar. Sie haben ihren eigenen Weg gegangen. Ja, na gut. Und dann ging es natürlich erstmal ziemlich hart heran. Aber ich hatte ja schon ohnehin seit 1987 sozusagen eine weltweite Karriere durch meine Plattengeschichten, die ja auch international verkauft worden sind, schon seit langem damals. Und insofern war also so eine kleine Niederlage in Deutschland eigentlich nur ein Pünktchen, ein Sandkorn. Ja, stimmt. Ja. Und hat also nichts aus. Ich bin dann direkt hinter nach Paris gezogen, habe da weiter meine Shows gemacht und Platten aufgenommen. Den Laurence Olivier Award bekommen? Ja, das war einige Jahre später in London für Chicago. Ah, ja, ja, ja. Und in Paris hat den Molière. Molière. In einem Theaterpreis. Genau. Na gut, ist ja auch egal, diese Preise machen ja alle den Schinken nicht dick. Klar. Aber das war halt, Gott sei Dank habe ich immer alles relativieren können. Und ist mir nicht zu Herzen genommen. Bei mir ging das ja sehr früh los damals, als eine 22-Jährige, der große Durchbruch in Paris, da war ich gerade 23 und war eigentlich nur Schauspielerin, ja, und plötzlich war es Riesenpresse, Aufmerksamkeit, das deutsche Fräuleinwunder und so weiter. Ja. Und ich dachte, na gut, ja, schön, ja, finde ich ja gut, dass sie mich alle gut finden, aber
dass man dann also, weißt du, sich selbst erstmal finden muss in so einer Star-Situation, also war ich völlig innerlich unvorbereitet, auch auf die Heftigkeit und die Vehemenz der, sagen wir mal, der Ausbeutung, die dann anfing zu der Zeit, ne, mit Manager und Titelblättern und TV und so weiter und Presse, meine Güte. So viel kann man ja gar nicht reden, wie ich damals Interviews geben musste. Ne? Alle wollen ein Stückchen vom Kuchen haben. Und das war für mich damals sehr, sehr überwältigend. Und wie haben Sie damit gedealt? Also wie haben Sie das? Na, haben Sie enge Freunde gehabt oder dass Sie da mein engster Freund war leider Gottes mein Manager, ja. Auch noch mein Liebhaber damals, ja, der hat mich dann ordentlich verkauft, ja, auf sein eigenes Guttun, ja. Ja, da gibt es schon Sachen. Ja, solche Geschichten. Zu dieser Zeit haben Sie auch die sämtlichen Kurt Weill Werke recorded, also wieder aufgenommen. In Amerika und in London, ja, das war auch 1988 und das war so eine Parallelschiene zur Bühnenkarriere eigentlich, ne? Ja. Also die Leute, die mich dann in den Musicals sahen und so weiter, wussten gar nicht, dass ich auch Kurt Weill Interpretin bin und die Leute, die Platten hatten, damals waren ja noch LP-Platten, Kurt Weill, die sich dann weltweit verkauft hatten, wussten gar nicht, dass ich auch Schauspielerin bin und auf der Bühne so Musical und Tanzgeschichten mache und so. Und das waren so zwei Parallelgeschichten und die kamen erst im Laufe der Jahrzehnte kamen die irgendwie zusammen, ja. Dass so zwei verschiedene Konzeptionen von mir als Künstlerin dann irgendwie zusammengeschmolzen sind. Und damals mit der ersten Platte, das war schon eine tolle Sache. Ja. Also das wusste ich ja auch nicht, dass irgendwie die Zeit plötzlich bereit war, diese Musik aus der Weimar-Zeit wieder aufzunehmen und zu umarmen. Und gerade die amerikanische Kultur, die natürlich, die deutsche Sprache war stigmatisiert durch die Hitlerzeit und all das. Na gut, die Weimarer Kultur war ja ganz zerfallen und zerbrochen gewesen und all die talentierten Leute waren ja hier in Amerika größtenteils. Ja, ne? Jüdische Komponisten. Nicht nur, ja, auch die nicht-jüdischen, die politischen Unkorrekten und so, all die Nazis rausgeschmissen haben. Und Sie sind auch nach Israel damals um diese Zeit und haben in Jiddisch, aber auch in Deutsch gesungen, oder? Ja, natürlich, damals waren ja noch... Wie kam das da an? Ach toll, in Israel 1987 waren ja noch viele Survivors, viele Überlebende vom Holocaust waren ja noch... da und haben sich natürlich alle fließend Deutsch gesprochen und haben sich unheimlich interessiert für das und als neuer deutscher Künstler da hinzukommen und diese geliebten Lieder der alten Zeit zu singen, das war schon ein emotionales Erlebnis auch für mich. Ne? Glaube ich. Ja, das war damals im Jerusalem Theaterfestival und später im Mann-Auditorium in Tel Aviv, der Zubin Mehta hatte dirigiert, das Orchester, das war schon eine tolle Zeit. Also. Und ich bin ja immer wieder zurück in Israel auch und man hat mir vor 2 Jahren am Yad Vashem, an einem großen Holocaust-Museum, hat man mir so eine Zeremonie gemacht. Guck mal, ich bin ja nicht mal Jüdin, ne? Aber als jemand, der eben diese jüdische Kultur wiederbelebt hat, nicht wiederbelebt, aber dieses jüdische Repertoire von den jüdischen Künstlern, wiederbelebt hat, revived hat in Ende der 80er Jahre und das war ja auch international dann so akzeptiert. Ja. Und das war die erste Platte, die 80% in Deutsch war, die hier an all den Unis gespielt worden ist. Ne? Toll, und hat also auch die junge Generation erzogen und die haben davon gelernt. Und die Geschichte studiert. Ne? Und Sie sind die Einzige, die das eigentlich nach Lotte Lenya dann diese als Botschafter praktisch dieser Musik, das in alle Welt getragen hat. Damals, ja. Mhm. Aber die Musik klingt auch sehr kontemporär, weil sie so im Moment sind. Ich war mal auf der Bühne, da war ich als Weihnachtsbaum verkleidet mit so Lichtern um mich herum. Da waren sie auf der Bühne, haben mich wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Aber das war so ein Broadway-Benefit. Aha. Und da haben sie gesungen. Ich konnte meinen Kopf nicht, ich konnte sie nicht sehen, aber die Stimme, das war einfach von der Seele gesungen. Und das war so aufregend, weil man nie wusste, wo das Lied hingeht. Das ist so im Moment. War das diese AIDS-Gala? Broadway Cares. Cares. Ja, das war in den 90er Jahren. So 97, 98 war das etwa. Ich bin ein Vamp gesungen von Holländern. Ja, das Stück. Und das war diese Kapazität, das war so aufregend. Du wusstest nie, wo die Stimme hingeht. Und die Geschichte auch, ne? Weil ich ja dann so ein Vampir war, ne? Und alles so ein bisschen gepiesacht habe, ja. Ja, und darauf zu sprechen zu kommen, auf ihre Kapazität, sich in 6 Sprachen diese Kultur rauszubringen, zum Beispiel Spanisch, den Tango. Diese Tango-Musik habe ich mir neulich erst angesehen. Sie sind nach Argentinien und haben den Akzent gelernt, aber sie haben auch diese Seele des
das Wailing, der argentinischen Tango verkörpert. Auch in der Bewegung. Es ist schon intuitiv. Ja, also nicht total. In dem Sinne programmiert, geplant oder studiert oder choreografiert. Im Gegenteil. Die Tango-Lieder von Piazzolla mit den Texten von Horacio Ferrer sind ja richtige existenzialistische Lieder, die eigentlich wie das französische Repertoire so richtig unter die Haut gehen und immer es geht immer ums Überleben zwischen Whisky und Bordellen und Tango und Unmöglichkeit des Glücklichseins, Liebe, die nie hinhaut und man immer verloren ist und also eigentlich die Geschichten von Edith Piaf, Jacques Brel mit leichter politischem Untergrund noch. Natürlich die argentinische Geschichte ist ja auch kompliziert. All diese Geschichten kommen eigentlich aus einer existenzialistischen Urfeder und insofern kann ich mich da eigentlich sehr gut reindenken in diese Songs und die sind also harmonisch auch wunderschön. Diese Tango Chord Changes sind einfach, sind so schön, so wehleidig und so wirklich wunderbare Melodien und so. Piazzolla war ja auch ein Rebell, ja, der dann schräge Jazzmusik reingebracht hat. Genau, ja. Deshalb habe ich mich an ihn getraut und nicht an den traditionellen Tango. Das machen dann die argentinischen Sängerinnen besser. Aber Piazzolla hat den Tango ja sozusagen herausgebracht in die Welt und hat eben kollaboriert mit vielen Franzosen, mit Italienern, mit der Milva, mit Jazzmusikern und so weiter und hat den ganzen Universum geöffnet gegen viel Aufruhr und Nicht-Akzeptanz der Argentinier, der Traditionalisten. Toll, kennen Sie Pablo Ziegler? Der hat weiter, der war auch schon hier. Den habe ich übrigens letzte Woche noch getroffen. Der hat mir ein paar neue Lieder vorgeschlagen. Super. Ja, toll. Ja. Und nochmal zum Tanz zu kommen, zum Tango. Ich bin Tango-Tänzerin. Also Sie tanzen, aber der Ausdruck, den haben selbst wenige total Profi-Tänzer. Diesen Ausdruck, und ich habe irgendwo gelesen, Sie sagen, das Lied, das Storytelling, also die Geschichte zu erzählen, ist Ihnen am wichtigsten. Und daher, Sie haben die tolle Technik des Singens, des Tanzens, des Schauspiels. Und dann kommt dieser vollendete Wahnsinnsausdruck raus. Also das ist tanzen Sie noch? Machen Sie noch aber nicht so, Yoga oder Tanz oder so? Yoga. Ich mache eigentlich, also mein Workout ist jeden zweiten Tag eigentlich bei mir zu Hause in der Bude, auf dem Boden, Stretching, Bauchmuskel, Rückenmuskulatur, ein bisschen Gewichte und Stretching, ja. Also das nicht länger als 25 Minuten, 20 Minuten, ja. Wenn ich mit 15 Minuten wegkomme, ist auch gut für mich. Und ansonsten Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Wir haben ja zwei Wohnungen, eine ist oben, ist Penthouse, eine ist unten. Und dann, das geht dann schön. Gut auf die Beine drauf. Cardio. Und ansonsten natürliches Cardio. Baseball, Basketball, Soccer. Und so weiter. Vor einem Buben, oder? Drei Buben? Drei Buben und ein Mädel. Und na gut, die älteren beiden sind ja nicht mehr aufzupassen in dem Sinne. Aber die zwei kleineren, die halten mich noch total. Das glaube ich. Mein Mann ist auch schon völlig fertig mit den Nerven. Heute ist die Nanny nicht da. Und ich dachte natürlich, die Nanny kommt, aber wir hatten ihr heute freigegeben, habe ich vergessen. Ja. Und dann habe ich ja ihr Interview zugesagt. Sie hätten sie auch mitbringen können. Dann wäre ein Interview unmöglich. Ja. Und er hätte nur dreimal sich in das Genick gebrochen, die Treppe runtergefallen. Also das ist schon sehr anstrengend mit dem Kleinen, ja. Merken Sie eigentlich, dass einer Ihrer Kinder irgendwie nach Ihnen schlägt oder in Ihre Fußstapfen treten will oder Interesse hat? Na, alle sind sehr musikalisch, also es ist eine natürliche Musikalität, aber keiner ist besessen. Ja? Mein Sohn studiert Wirtschaft und Französisch, meine Tochter ist unheimlich clever, kognitiv, akademisch, also wo sie das her hat, also nicht von mir. Welt. Also sie ist wahnsinnig ehrgeizig und hat die besten Zensuren und wir haben gerade Tour gemacht, College Tour in Harvard, Yale und Princeton. Also das möchte sie und da hat sie auch die Noten für, ne? Und die ist also ganz politisch engagiert und ganz cleveres Mädel. Fantastisch. Und mein Siebenjähriger ist der wildeste von allen. Der ist der kleine Diabolo of the family. Meine Güte. Der hat aber er ist ein Sportler wie verrückt. Er spielt Baseball und Tennis und Soccer und will immer nur und kämpfen. Jetzt haben wir uns einen männlichen Au-pair. Männliches Au-pair. Ja, damit er kämpfen kann. That's fine, it's New York City. Wrestling, also wie nennt man das bei uns? Catchen. Ja, Catchen. Also er will Wrestling on the bed. Stundenlang, ja. Also ich kriege das nicht mehr hin mit meinen Bandscheiben, die da rausgeflogen sind. Sie sind nochmal auf Ihre Vielseitigkeit zurückzukommen. Es ist unmöglich, jetzt in ein paar Minuten das alles anzusprechen. Aber Sie sind auch Malerin, sehr faszinierende Bilder, die auch von der Kurt Weill und Brecht-Zeit
informiert sind von ihren Liedern. Mhm. Malen Sie zurzeit? Haben Sie zurzeit eine Phase, wo Sie malen? Aber Sie singen? Ja, zurzeit male ich überhaupt nicht. Ja. Also seitdem der Kleine geboren ist. Natürlich, ja. Male ich nicht. Ich habe noch vorher, als ich schwanger war, habe ich noch ein paar Bilder gemalt, wo ich auch dann nicht auf Tour war. Aber jetzt überhaupt nicht, seit fast 2 Jahren. Und ich habe auch seit 10 Jahren, habe ich eigentlich, ich habe immer nur sehr wenig Zeit für Kreativität. Vielleicht, also da kann ich mir wirklich die Stunden abzählen. Also mal eine Stunde, 2 Stunden, ja höchstens mal 3, um Musik zu lernen oder Musik zu schreiben oder mir Sachen auszudenken. Und ich habe ja in den letzten 3, 4 Jahren 2 völlig neue Projekte geschrieben, auch die Musik geschrieben. Eins ist das Bukowski-Projekt mit allen Texten von Charles Bukowski in Musik gesetzt. Und es ist so ein Avantgarde-Theater-Musikprojekt, Jazz-Projekt. Das wir gerade haben, in San Francisco im Jazz-Festival aufgeführt. Super. Und das andere ist jetzt völlig neu, haben wir gerade die Platte aufgenommen, die CD aufgenommen, jetzt gemixt, noch vor 2 Tagen. Was? Das ist zu Poesie von Pablo Neruda. Ah, ja, ja. Der chilenische Poet. Und ich habe seine Liebesgedichte genommen, 12 davon, und habe sie in Musik gesetzt. Mm. Und also inspiriert von südamerikanischer Musik, auch Tango. Und ich denke mir, das ist die schönste Musik, die überhaupt existiert, ja, die schönsten toll. Melodien. Ich habe wirklich versucht, das Allerbeste aus mir herauszubekommen. Ja. Und die Musik ist so toll und so schön arrangiert mit Kollaborationen von anderen Musikern natürlich, Bandoneonisten und Streicherarrangements und also meine Band natürlich, meine liebsten Leute, die mir unheimlich aushelfen mit allen kreativen Geschichten, aber ansonsten ist schon mein eigenes Projekt und also die kommt jetzt raus und ich hoffe, dass sie auch bald in Deutschland rauskommt. Ja, ich hoffe auch. Und wann werden Sie das auf Tournee aufführen? Wir haben jetzt Weltpremiere in London nächste Woche im Queen Elizabeth Hall. Und dann geht es so langsam durch den Sommer durch Verona, Literaturfestival Mailand. Ich hoffe, dass ich es dann auch hier nach New York hier bringe, St. Cal Hall oder so, mit 6 Musikern. Da bin ich sicher. Und dann muss ich das so. Dann machen wir Australien-Tour für 2 Wochen und Südamerika-Tour im Oktober. Und so weiter, ja. Und jetzt noch eine Frage, wie haben Sie diese Energie, wenn man so durch die Welt fliegt, das ist ja auch viel mit Jetlag oder mit einfach die Zeitverschiebung verbunden. Haben Sie da Ihre Routine, Augenklappe vor, ich nehme jetzt Melatonin oder durchatmen oder Yoga Breath oder, oder ist einfach die Lebensfreude? Ja, der Jetlag ist schon heftig. Ja, der macht mir wirklich Schwierigkeiten. Für jeden Menschen. Seit Oktober habe ich dann auch ab und zu so richtige Schlafprobleme und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Melatonin in mir entdeckt. Ich auch, Melatonin, ja. Und mal ja so 2 Pillen, dann, da kehrt dann der Frieden ein, das fühlt sich ja ganz toll an, aber da muss man natürlich ausschlafen. Dann geht man so schwankend zum Bett, wenn man zu früh aufstehen muss. Zum Toilette oder so. Ja. Also, das ist schon eine tolle Sache, aber ich habe sie also ganz selten mal benutzt und ansonsten muss sich der Körper eben aus so einem Schlafentzug einstellen. Wenn ich dann zurückkomme nach New York, da habe ich dann Schwierigkeiten richtig durchzuschlafen, weil ich immer nur so kurze Schlafensphasen habe in Europa. Ne? Und dann ist das Baby da. Ja, aber das Baby, der schläft gut, ne? Der schläft 11 Stunden nachts durch. Ja, der wacht. Das ist ja schon gut. Ja. Toll. Jetzt habe ich noch einige Fragen, so kürzere Fragen. Haben Sie jemals ein Rollenmodell gehabt, ein Role Model, sag mal da, ein Vorbild? Also die Jazzsängerin haben mich am meisten fasziniert und natürlich Barbara Streisand mit ihren Michel Legrand-Aufnahmen und ihren Big Band-Aufnahmen und so weiter, die Stimmführung. Aber so jetzt Role Model mit Gesamtkarriere überhaupt nicht gehabt. Ich habe so einfach die Würfel immer rollen lassen, die Bälle, die Jonglierbälle rollen lassen und wo sie auch gelandet sind. Ne? Ist ja eine lange Straße. Und habe auch nie jetzt die großen Ziele vor mir gehabt, in dem Sinne, oh mein Gott, da muss ich jetzt das machen und dann wird das Leben besser oder sonst was. Im Gegenteil, also das Ziel ist der Weg und ich bin dann so im langsam einfach immer meinen Weg weiter gelaufen und mit Überraschungen und ab und zu Enttäuschungen natürlich. Ab und zu mal einen Schritt zurück, oft mal einen Schritt zurück und einen Schritt wieder. Es fühlt sich immer an, als ob du einen Schritt nach vorne gehst und einen Schritt zurück gehst. Ja. Aber dann im Großen und Ganzen gehst du doch nach vorne weiter. Aber man fühlt sich immer wieder auch zurückgedrückt und sagt, ach, warum hat das jetzt nicht geklappt und so. Aber damit lebt man dann auch mit diesen kleinen Rückfällen und vor allen Dingen die Neugierde darf nicht weggehen, die Freiheit in der Kunst darf nicht weggehen und einfach
natürlich, mein Leben ist sehr reich. Ja, das gibt mir unheimlichen Ausgleich, dadurch, dass ich so eine riesentolle Familie habe mit Liebe und Wärme und Aktivitäten. Und also, wenn einer von denen mal krank ist, das ist viel schlimmer als irgendein Konzert, das abgesagt ist oder eine schlechte Review oder sonst was. That's, I don't care about that. Yeah. Gott sei Dank geht es allen gut und das ist eigentlich mein Haupt, meine Stabilität und mein Hauptanliegen im Leben. Super, ja. Anker, ja. Wunderschön. Mhm. Wenn Sie irgendwas verändern könnten, was würden Sie verändern? Ich weiß, es gibt Millionen Sachen. Ja, Millionen Sachen. Ne? Also das ganze System ist aufgebaut auf Kriminalität und Ausbeutung der nicht bemittelten Menschen. Ja. Das ist jetzt schon in Amerika, das ganze System im Westen, ja. Genauso wie wir gesehen haben mit der europäischen Kommunität, Community, das läuft ja vorne und hinten nicht. Ja. Und die Deutschen kriegen natürlich den schwarzen Peter in die Tasche gesteckt, weil es bei uns noch am allerbesten läuft. Ja. Also wenn ich irgendwas erstmal verändern könnte, würde ich sagen, eliminiere alle Religionen. Alle. Genau, finde ich auch. Weil alle Religionen. Weil die Menschen weg separat damit halten. Die Menschen lieben sich nicht mehr mit den Religionen, sondern hassen sich mit den Religionen. Super. Es kreiert Intoleranz und unrealistische Weltbilder. Ja, natürlich gibt sie vielen Menschen Trost und das können sie ja auch haben. Sie können ja auch an einen Gott glauben, ja, in dem Sinne, der ihnen Trost gibt und wo man beten kann und so weiter. Aber die organisierte Religion ist ja, berichtet ja und hat ja immer nur durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte Schaden angerichtet. Ja, ja, dieses Schuldgefühl als und Kind, der Vatikan, zur Beichte gehen unmöglich. Und kam mir so schrecklich vor. Ja, die Beichte. Ja. Und der Vatikan, wie er auf seinen Schätzen sitzt und sie nicht verteilt an die armen Menschen. What? You know? Super. Also das ist schon eins der großen Probleme. Und dann muss man die Banken etwas kontrollieren, würde ich sagen. Das ist ein anderes Thema, ja. Und die Komplizität zwischen Banken und Politik, all das, ja, große Companies, Konventionen und Companies, all das Oil, all das ist ja, sitzt ja alles zusammen im Dreieck des Teufels, ja. Da muss mal einer zwischenhaxen. Ja, yeah. Also. Naja, aber ansonsten haben wir Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo es nicht der Weltuntergang ist, ja, wie das mal in den 40er Jahren war. Aber es ist ja, es ist einfach eine unfassbare Zeit, wie dieses digitale Revolution, wie, was die gemacht hat in den letzten 15 Jahren schon. Das ist Wahnsinn, wie man bombardiert wird auch. Auch ja, die Kinder, ihre Kinder sind sicher auch immer am Computer und so. iPad, iPhone, whatever. Genau. Der Fort ist ja unfassbar. Was wird da in 50 Jahren sein? Es ist verrückt, denke ich mir auch. Ja. Ich meine, ist ja alles wunderbar funktional und es erleichtert einem den Alltag, aber auch natürlich die Einsamkeit. Ja, alles ist am Computer, keiner geht mehr shopping. Ja, man hat seine Freunde und Facebook, aber es sind keine echten Beziehungen. Ja. Man steht sich nicht wirklich gegenüber. Das ist schon etwas beängstigend, ne? Und wo sehen Sie sich in 20 oder 30 Jahren? Ja, hoffentlich lebendig, hoffentlich gut drauf. Sie wissen ja, wie alt ich werde dieses Jahr. Ja. Ist ja mein großer Geburtstag dieses Jahr. Gratulation, Sie sehen toll aus. Am 4. Juli. Ja, ein halbes Jahrhundert. Oh, am Freitag. Der Independence Day. Ja, toll. Ja, dann alles Gute zum Geburtstag schon mal. Ja. Danke, ja. Und vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gerne. Toll, ganz toll. Das war's für heute von Hallo New York. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.